So, grüße euch zur Horizon Zero Dawn, Folge 14. Jo, ist schon eine Weile her, bis ich das mal gezockt habe. Aber, bin ja nicht von gestern, also ist das schon was geordnet, es muss weitergehen. Ich habe zurzeit 4 Projekte, Spiele. Und deswegen zieht sich das alles so ein bisschen. Und solange ich noch ein bisschen frei habe, ziehe ich die 4 Projekte ein bisschen durch. Gut, Horizon 14. Habe ich ja letztens den Metallteufel aus dem Weg gegangen. Ich habe mir nicht mal besiegt, würde ich gerne mal sagen. Besiegen wäre jetzt eine Lüge. Ich habe nur versucht, bin aus dem Weg gegangen und bin geflüchtet, sag ich mal so. Aber ich schätze mal, auf den werde ich noch treffen. Das sah aus, als hätte man ihn bekämpfen können. Jo. House of Ashes ist zurzeit auch noch, was ich bearbeite. Far Cry. Und natürlich dieses Spiel, Horizon. Ja, es sind noch ein paar Spiele, 3, 4, ne? Und die will ich gerade ein bisschen behämmern und bearbeiten. Die Zeit ist knapp. Gut. Mal schauen, wo mich der Weg jetzt hinführt. Ich schätze mal immer wieder immer mehr ans Verderben. Wie gesagt, die Viecher werden ja alle kontrolliert von diesen komischen Menschen-Dingern da. Mit diesem roten Zeug. So wie eine Spritze oder so da einführt an die Viecher und da kann man die Viecher kontrollieren. Ja, die Bösen kontrollieren das irgendwie mit irgendwas anderem, was Übermenschlichem. Und deswegen sind die so radikal böse. Gut, ich verstecke mich erstmal. Angst vor Konkurrenz. Dass sie viel stärker sind als ich. Ja, Medizino brauche ich jetzt erstmal. Genau, das hat erstmal Vorrang. Ich habe so das Gefühl, ich habe nichts mehr. Gut, werde ich mal ein bisschen einsammeln. Du wirst mir. Was sagst du? Du wirst mir. Boah, was hat denn da jetzt hier? Oh. Die machen irgendwelche Schallwellen oder sowas. Wenn die aussenden. Ist ja Wahnsinn. Aber ich würde gerne noch ein bisschen was einsammeln. Für die Reise, die vor mir steht. Da haben wir noch ein kleines Täubchen, mein Träubchen. Ja, ich muss den Weg erstmal gehen. Es wird noch so viel Böses auf mich zukommen. Ist nicht gut, wenn meine Energiereserven ausgebraucht. Diese Plünderer sind sicher auf der Suche nach Altmetall. Gut, bin voll. Jetzt gehe ich nochmal schnell tanken, also speichern meine ich, nicht tanken. Altmetall, ich bin auch auf der Suche nach Altmetall. Gut, 1700 Meter, können wir die irgendwie überbrücken? Na klar, können wir die überbrücken. Sag mal, so weit weg muss ich hier. Schnellreisebrigade, 5er, 4er. Oh ne, sonst wird das alles laufen müssen. Bitte muss ja nicht sein, ne? So, Medizin ist voll, Pfeile sind voll. Feuerpeile bräuchte ich nochmal. Da müsste ich aber nochmal einen Händler treffen. Da ist gerade ein bisschen Händlermangel. Das ist schön, dass man die Lagerfeuer da irgendwie reisen kann.
Dann geht es ein bisschen schneller. Na, der letzte Mech-Roboter, oder wie ich es sagen soll, keine Ahnung. Im Spiel heißt er ja Teufel. Metallteufel. Also der war schon heftig. Der hat ja auf alles reagiert, was ich bewegt hat, und ich habe mich bewegt. Der hat nur auf mich geballert. Ich konnte mal gerade ein Pfeil meiner letzten Folge abfeilen. Abfeilen, alles klar. Abschießen. Ist Wahnsinn. Fange eine Reitmaschine oder nutze Schnellreisen, um zu Siedlungen oder Lagerfeuern zu kommen. So kannst du weitere Reisen beschleunigen. Mhm. Das habe ich gerade in Anspruch genommen. Du wirst es nicht glauben. Schattenseilwerfer, okay. Finde pro Brutstätten und überbrücke die Kerne, um zu lernen, wie man viele verschiedene Arten von Maschinen überbrückt. Okay, dann lass mich auch mal lernen, ne? Ja, der 1 mit der Maschine. Nitz-Experten-Fertigkeit freischalten, um deine Chance zu erhöhen. Beim Maschinen. Oh, das sind aber große. Oh. Mach mich erstmal ein bisschen dünner. Das sind Mech-Bisons. So, jetzt müssen wir da rüber rennen. 400 Meter. Wow, die sind ja überall. Scheiße. Wirklich ernst, ne? Gut. Lagerfeuer entdeckt, wo? Ah, das sind Menschen. Ich glaube, bis hier reinkommen die nicht. Ich habe doch gerade Lagerfeuer gehabt. Ich selbst habe nicht entdeckt, aber... Hilfe! Sonnenfall. Der Sommerpalast des verrückten Königs Jiran. Ein Bollwerk der Kaja-Macht gegen den verbotenen Westen. Danke für die Geschichtsstunde. Aber Sie haben keine Ahnung, was sich darunter befindet. Wir werden hier viel erfahren können, Aloy. Genau das hoffe ich. Viel erfahren, okay. Ich bräuchte nochmal Händler. Das möchte ich gerne mal ein bisschen aufstocken. So, das war abgespeichert. Bin ich erstmal hier. Gut. Wappenbrück. Gut, Inventar, Herstellen, Karte, Quest, Fertigkeiten. Das ist da, ich hatte nämlich schon ein paar Pünktchen hier. Kampfüberbrückung. Ja. Wie geht. Jetzt habe ich eins gemacht. 2. Schlag von unten. Starker Schlag. Also jetzt sage ich jetzt mal wirklich, das ist gut. Da ich sowieso immer ein Nahkämpfer bin. Gut. Sagen wir mal Hallo, wa? Warte mal, da war ein Händler. Sie ist so blass. Ist sie krank? Ja. Sie ist stark. Aber das Fieber will nicht sinken. Es wird immer schlimmer. Ihr Name ist Shiana, meine Schwester. Kann ihr in Sonnenfall denn niemand helfen? Wir sind Geflüchtete. Wir kommen zuletzt. Und es gibt nur einen Heiler in diesem Gebiet. Er ist... schwierig. Seine Seele ist im Schatten.
Seine Seele ist im Schatten? Galif, so heißt er. Er ist sehr klug, aber er hat wenig Mitgefühl. Vielleicht hat die Wüste es ihm ausgebrannt. Vielleicht war er schon immer so. Wie auch immer. Er wird uns nicht helfen. Na, wir werden sehen. Wo kann ich ihn finden? Nein, du machst es jetzt nicht. Zuletzt hat er Soldaten in Wappenbrück verarztet. Noch ein Grenzkampf. Ich passe schon auf dich auf. Tut mir leid. Aber ich mache ja nur Hauptstories. Das Feuer ist heiß. Gut, das davor Tanz. Die Kunst des Krieges, wa? Ja, nicht? Wie Kugel macht doch was, gell? So, wusste ich's. Rechts oben, der ist Nachzügler. Das ist falsch. Gut, gehen wir hoch. Ah, da ist der Händler. Hallo Händler, ich brauche Feuerpfeile. Rohstoff, Fallen, Tränke, Munition. Steinpaket, Jägerpfeil, gehärteter Pfeil. Inventar ist voll. Komm jetzt, hör auf, verkaufen. So, jetzt wird verkauft. Zum Verkauf, verkaufen, sortieren. Mehrere verkaufen. Gut, ein bisschen leer machen hier, ne? Aber man muss auch wissen, was man braucht. So, ich blicke hier noch nicht durch mit dem Material. Outfits, Fallentränke, Modifikationen, Rohstoffe, Waffen. Ne, Waffen habe ich ja. Naja, Waffen hat man eigentlich nie genug, gell? So, nochmal rein. Achso, ich drücke R. Waffen, Fallen und Tränke, Munition, Schacht. Schatzkisten, Waffen. Outfits, Rohstoffe, Fallen, Munition natürlich. Gehärtete Pfeile, Beutepfeil, Fessel, Pfeil, Seil, Paket. Da geht's weiter. Metallbolzenpaket, Schockpfeil, Fesselpfeil, Präzisionspfeil, Paket, Schockbolzen, Feuerpfeile. Feuerpfeilpaket 25, Eispfeil. Eispfeil gibt's auch irgendwann. Fesselpfeilpaket. Fesselseilpaket. Ja. Gut, wir mal hoffen, dass man was anfangen kann hier. Danke dir. Naja, darf ich nicht hier drin, ne? Der Sonnenring. Eine stolze Tradition der Karja. In Meridian ist es nicht so. Zumindest. Die Wegzeit. Ich bin sicher, sie vermissen es. Wo muss ich hin? Ja. 71 ist da hoch. Noch ein Treppchen, ja. Erneut. Jetzt werden wir sehen, ob dein Angriff auf ihr Fokusnetzwerk wirklich erfolgreich war. Was willst du damit sagen? Ich habe das Netzwerk. Sehr gut. Willkommen in der Zitadelle, Aloy. Ich melde mich gleich wieder. Und einstweilen, sieh dich um. Cool.
Bis jetzt. Das erste Mal in der Zitadelle, du musst den Sonnenring sehen. Aber die Falken. Jetzt haben wir auch voll das Gespräch verpasst hier. Das ist ziemlich beeindruckend. Die Balustrade. Von da aus ist es kein tiefer Fall. Wie tiefer Fall? Was soll ich nennen? Ach da. Ist echt verwirrend. Die kommen. So, da lang. Hab. Scheiße. Hat mal einer berechnet, wenn man hier runterfällt? Scheiße. Warum sagt denn das keiner? Zitadelle, du musst den die Balustrade. Von da aus ist es kein tiefer Fall. Ha, sie wollen, dass wir ihn sehen. Er ist ziemlich. Sta. Auf die andere Seite des Turms. Da ist eine Schwachstelle in der Mauer. Nein, so ist runter. Ne? Die geht nicht runter. Runter. Hä? Ah, dann sagst du es gleich. Du warst also schon mal hier. Sieht so aus. So, jetzt ist es sehr wichtig, dass du mir gut zuhörst. Ich habe dir den Weg hineingezeigt, aber wenn du ihn betrittst, gibt es kein Zurück. Ja. Bevor du hier in die Tiefen hinabsteigst, solltest du vollkommen entschlossen, ausgerüstet und konzentriert sein. Keine Ablenkungen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, erledige es zuerst oder schweige darüber. Ich werde kein Gejammer tolerieren. Ist das klar? Du wirst es tolerieren müssen, Silence. Ich habe dich nicht darum gebeten, mich zu begleiten. Gleich jetzt weiter. Meine Fresse, hier passiert was. Mein Leben lang wollte ich die Geheimnisse dieser Welt entschlüsseln. Woher die Maschinen kamen. Wie die Alten solche Wunder taten und trotzdem kamen Verderben und Tod. Ein Leben voller Fehlschläge. Denn Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, rannte ich gegen Mauern und gegen verschlossene Türen. Hallo? Bis eine Nora-Jägerin aus dem Wilden Osten kam. Die Mutter. Und ihre Mutter. Sie kam. Und alle Geheimnisse wurden ihr enthüllt. Alles, Mutter. Ich glaube, du wirst mit dieser Tür besser zurechtkommen als ich damals. Identiscan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Fehlfunktion. 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 Soll das ein Witz sein? Du hörst mich nicht lachen. Sei still. Es muss irgendwie gehen. Hey! Elisabeth Sobeck hier! Bitte Zutritt! Zutritt angefordert. Root-Befehlsfunktionen verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Will ich! Öffne diese Tür! Analysiere. Primärzugang außer Betrieb. Mechanischer Fehler. Notfallbelüftungsverfahren verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Ja. Ja. Notfallbelüftung autorisiert. Cool. Ich habe dich unterschätzt.
Ich dachte, du... Man kann nicht alles haben. Das erregt Aufmerksamkeit. Wir werden hier nicht mehr lange allein sein. Wir? Ich sehe hier unten nur eine, die ihr Leben aufs Spiel setzt. Ja, gut. Machst du jetzt bitte weiter? Es gibt so viel zu lernen und so wenig Zeit. Was soll ich machen? Komm, hilf mir. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Zero Dawn. Wir haben es gefunden. Okay. Überrascht dich das wirklich? Ich wollte es eigentlich anhören. Die Anlagediagnose zeigt zahlreiche Fehler. Reparaturversuch wird durchgeführt. Was war das hier für ein Raum? Textnachricht von... Vielleicht eine Eingangshalle? Sieh dich um. Empfangspersonal, Datenbestätigung minimal. Mensch, auf. Bunkertür. Brandschutztür verstärkt. Alles verstärkt. Aber ich darf es öffnen. Nehmen Sie Platz und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Einige Erfrischungen und Snacks stehen für Sie bereit. Ein kleiner Rahmen. Bitte begeben Sie sich in den Vorstellungsraum ein. Was kommt jetzt? Ich habe eine böse Ahnung. Eine Holographenbühne. ZDU-1-Daten intakt. Wiedergabe wird eingeleitet. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Ich bin General Harris, Vorsitzender der Stabschefs der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich weiß, es gibt Gerüchte, dass Zero Dawn ein streng geheimes Superwaffenprogramm ist, das technologische Wunder, das uns vor der Pharaoh-Plage bewahrt. Wenn Operation Enduring Victory die Roboter lang genug aufhält. Ich weiß deshalb so genau, dass es Gerüchte gibt, weil sie von mir kamen. Und es sind alles Lügen. Zero Dawn ist kein Superwaffenprogramm. Und es wird uns nicht retten. Nichts kann uns retten. Gar nichts. Als der Fehler erkannt wurde, war es bereits zu spät. Nichts konnte die Pharaoh-Plage stoppen. Nichts half. Die Roboter vermehren sich immer weiter und verschlingen die Biosphäre. Das Leben auf der Erde erlischt und unser Planet wird zu einem Ödland. Ein globales Aussterben steht uns bevor. Egal wie viele wir töten, die Zahl der Roboter wird exponentiell anwachsen. Hätten wir die Deaktivierungscodes, könnten wir sie abschalten, den ganzen Schwarm. Doch die kryptografischen Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Man bräuchte 50 Jahre, um die Codes zu knacken. Und wir haben 16 Monate. Nicht gerade eine gute Überlebenschance. Die Vernichtung einer Biosphäre ist nicht die Art von Apokalypse, die man in einem Atombunker aussitzen kann. Die Erde wird nicht mehr da sein. Nur noch ein toter, giftiger Fels mit Millionen von Pharaoh-Robotern. Schlafend. Auf Nahrung wartend. Das steckt hinter den Lügen über die Operation Enduring Victory. Meinen Lügen, die Millionen von Unschuldigen dazu bringen sollten, sich auf den Schlachtfeldern zu opfern. Warum? Aus einem einzigen Grund. Um Zeit für sie zu gewinnen, damit sie hier arbeiten können. Zero Day. Der Tag, ab dem kein Leben existiert, nähert sich schnell. Man kann es nicht stoppen. Die Hoffnung von Zero Dawn ist, dass vielleicht etwas Neues entsteht. Ihre Mom. Aber es liegt bei Elizabeth Sobeck, diesen schwachen Hoffnungsschimmer aufrechtzuerhalten. Harris, Ende. Krass. Das war ihre Mutter. Das stimmt doch nicht. Das Leben auf der Erde ist nicht erloschen. Er sagte, man könne es nicht stoppen. Aber es wurde gestoppt. Irgendwie hat Elizabeth uns gerettet. Ich muss weitersuchen, herausfinden, wie sie das geschafft hat. Tja.
Falken. Sie sind reingekommen. Durch die Lüftung. Lass dich nicht davon abhalten, die Wahrheit herauszufinden. Ausschwärmen! Tötet, was sich bewegt! Was ist das hier? Ein Grab? Hä? Ein Fehler vorliegen. Ich verstehe nicht, warum ich hergebracht wurde. Warum sie mir das alles zeigen. Ich weiß, das ist alles etwas viel. Im Wartebereich saß ich neben einem Nobelpreisträger für Biophysik und einem Mönch, glaube ich. Der sprach weder Englisch noch Mandarin. Es ist sehr merkwürdig. Und General Harris, wovon hat er geredet? Der Roboter schwamm. Soll ich hier, ja? Ziel markieren. Auch markieren. Elend, ihr Stück. Elend. Das war's mit meinem Reisenauftritt. Ihre Blut! Ihre Blut! Was enthalten sie? Coole Waffe. Komm, nimm mal mit. ZBO2-Daten intakt. Wiedergabe wird eingeleitet. Uiuiui, ist ja kompliziert. Und spannend. Sie wissen es jetzt. Und es ist wahr. Die Pharaoh-Plage verschlingt die Biosphäre. Alles Leben wird verlöschen. Aber muss das das Ende sein? Gibt es für das Leben eine Zukunft? Was, wenn wir einen Samen erschaffen, aus dem nach der Vernichtung neues Leben erblüht? Das ist das Ziel, die Hoffnung von Projekt Zero Dawn. Hallo. Ein hochintelligentes, vollautomatisches Terraforming-System, das aus der Ödnis Leben erschafft. Was braucht dieses System? Als Kern braucht es eine gute KI, die in der Lage ist, durch Trillionen von Entscheidungen unsere Biosphäre wiederherzustellen. Selbst unsterblich, in der Lage, das Leben wieder neu erblühen zu lassen. Wir nennen sie Gaia. Mutter Natur als KI. Doch das ist nur der Kern des Systems. Sie braucht die Begleitung und Unterstützung einer ganzen Palette untergeordneter Funktionen. Sie erweitern sozusagen Gaias Verstand und jede Funktion dient einem bestimmten Zweck. Das sind keine KI, aber trotzdem ist klar, jede von ihnen stellt eine größere technische Herausforderung dar, als je zuvor in der Menschheitsgeschichte bewältigt werden musste.
Hardware für Schutz und Reifung von Billionen Samen und Embryonen, die neues Leben spenden. Der Bau unterirdischer Anlagen, die das alles enthalten. Und das ist nur der Anfang. Wir müssen nicht das ganze System bauen. Das Schöne am vollautomatischen Terraforming-System ist, dass es sich selbst bauen kann. In den nächsten Tagen hören Sie, wie all diese Funktionen, das, woran Sie jeweils arbeiten, zusammenpassen. Wie wir im Wettlauf gegen die Zeit die Bioproben nehmen, die Software schreiben, Technologie und Anlagen bauen. Wie wir sie schließen und versiegeln, ehe das Unvermeidliche eintritt. Doch noch wichtiger, dass noch nicht alles zu Ende ist. Dass Gaia die Deaktivierungscodes erzeugen wird, von denen Harris sprach. Und dann Sende-Arrays baut und sie überträgt, um die Pharaoh-Roboter abzuschalten. Dass Gaia die notwendigen Roboter für jede erdenkliche Arbeit nicht nur aufbauen, sondern auch konzipieren kann. Von der Detoxifizierung der Atmosphäre und der Meere zur Neubegrünung der Erde mit eingefrorenem Saatgut und zur Besiedlung der Erde mit Tieren. Und dann, wenn all das getan ist, wird eine neue Generation von Menschen, erzeugt in Ursprungsanlagen in aller Welt, an Apollo teilhaben. Dem Archiv unseres Wissens und unserer kulturellen Errungenschaften, wodurch sie von uns erfahren, von der Welt. Und am wichtigsten, von Fehlern, die wir gemacht haben. Dies ist kein unmöglicher Traum. Wir können es schaffen, mit harter Arbeit und unbedingtem Willen. Das Leben hier wird enden. Doch wenn Sie mir helfen, und Gaia, gibt es noch eine Zukunft. Bleiben Sie und formen Sie diese Zukunft. Also, sehr interessant. Die Erde wurde vernichtet, aber dann neu erschaffen? Ja, von einer Maschine. Eine Schöpfungsmaschine. Elisabeth hat das getan. Für das Leben. Für uns. Aber was ist dann mit Hades? Wenn er ein Teil von Gaia war, wie ist er dann im Wrack eines Pharaoh-Roboters gelandet? Und warum will er nicht... Böse Porno. Ich will es nicht kämpfen. Apollo, das Archiv des Wissens. Was ist damit passiert? Eindringling, schnapp sie! Egal, was du tust, stirb! Coole Waffe, Junge. Die möchte ich öfter haben. Die haben selber so eine Waffe, oder? Kein Strom. Gibt es noch einen anderen Weg? Das hatte ich schon mal. Ich brauche nur meinen Fokus. Hast du deinen Fokus? Gut, jetzt mal Zeug ansammeln. Siehst du? Dunkle Geheimnisse der Erde. Okay. Geile Waffen in der Hand. Das wird gehen. Nein, das geht nicht. Nein. Ich will den Typen noch ausnehmen. Ach, geht gar nicht. Okay, das geht nicht. Gut, Pilzchen, komm herbei. Gut, Energy ist voll. Zero Dawn. Es ist Kunst im gewissen Sinne. Eine Ausdrucksform im größtmöglichen Rahmen. Aber es ist auch so unfair. Warum wurde ich ausgewählt? Tja, diese lahmen FBI-Hacker bei Mockingbird damals. Willst du so? Voll, das ist voll. Dann mal los. Oh, ich will jetzt keinen Gegner. Ich muss die richtige Konfiguration finden. Was? Ach so. Code Nexus. Sicherheitsverschlüsselungs.
Port mit holographischem Display. Die Daten zeigen die erforderlichen Einstellungen der Holo-Schlösser in der Nähe. Fehler. Umgekehrte Einstellung. Okay. Elektromagnetischer Sicherheitsmechanismus mit holographischem Standort UI Interface. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Hey, Freds Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich bin nicht Freds Kindermädchen. Oben hier hinten. Schickt ihn ins Lager, um einen neuen mit. Da fehlt ein Teil. Ob es hier vielleicht eine Art Lager gibt? Hey! Ich brauche Lager. Brandschutztür verstärkt, Verschlüsselungs... Integrität erhalten. Na? Geht nix. Oh, hier steht was. Verkehrt herum. Gut, drehen wir den Scheiß mal um. Machen den ersten nach unten. Du nicht. Du bleibst mal kurz hier. Umzeiger sind drin. Du nicht. Gut, du bist unten. Rechts, jetzt kommt es nach links. Gut, nach links, nach unten ist nach oben. Wenn ich links richtig mache, rechts vor links, unten ist oben. Ah, da war doch oben, gell? Hm, bin ich doof. Oben. Links ist, nee, jetzt rechts und rechts unten. Rechts. Nein! Oh. Rechts. Unten. Kurz im Uhrzeiger zu nähen. Das haben sie gesagt, ne? Oder ist es von oben nach unten? Ach, na klar. Von unten nach oben, habe ich da nicht recht. Sicherheitsverschlüsselungsport mit holographischem Display. Die Daten zeigen die erforderlichen Einstellungen. Hier Holo-Schlösser in der Nähe. Fehler. Umgekehrte Einstellung. Ja. Das ist ja alles richtig. Umgekehrte Einstellung. Nur habe ich jetzt. Hey, Freds Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich bin nicht Brads Kindermädchen. Schickt ihn ins Lager, um einen neuen Ermittler zu holen, nicht mich. Parker, Ende. Verkehrt herum. Alles verkehrt herum. Das Ding ist verkehrt herum. Also muss es alles nach unten. Ist doch nach unten. Unten. Links. Oben. Links. Warte mal, oben. Da ist ein Fehler. Links habe ich es gemacht. Das müsste rechts sein. Hier. Oben. Müsste unten sein. Ist doch. Sicherheitsversicherung. Nee. Ist doch. Ey, warte mal. Was bist denn du? Hä? Warum ist denn das da und das hier? Daten zeigen der erforderliche Einstellung. Holo, kommst du aus der Nähe? Siehst du? Hier ist nämlich schon mal gar nichts umgedreht.
Fangen wir oben hier an, ist links. Oben. Links, oben. Unten rechts. Unten. Rechts. Überprüfen. Was hat das zu bedeuten? Warum zeigt er zurück? Ah. Haben dasselbe Holodeck, umgekehrte Einstellung, ne? Hier fehlt sogar ein Rad. Hat sogar ein Rad ab, das Ding. Mehr kann ich nicht tragen. Gut, da bin ich hergekommen. Ah, ich hasse, wenn man jetzt blockiert ist, alles, und es geht nicht weiter. Er will mal euch was erzählen. So, Waffe runter. Entschuldigung. So, kommt man hier hoch irgendwo? Ich habe das Gefühl, das hat hier euch was. Ist da? Vorratskiste, Behälter. Umgekehrt und hier fehlt was. Ja, ja, hau immer drauf. Die Ziehenbeutel voll. Das ist schön. Steine, die ich geschmissen habe, gell? Warum komme ich da nicht hoch, Mann? Ich habe jetzt irgendwas aktiviert. Na was? Diese Tür. Brandschutztür verstärkt Verschlüsselungsintegrität erhalten. Alles gut und schön. Ah, ganz zu viel. Mann. Ich soll ja euch was machen. Umgekehrt, ja, umgekehrt. Aber hier geht ja nicht mal gar nichts. Wie komme ich da hoch? Es ist nervig. Ein System ist fertig, das andere nicht ganz. Sicherheits- umgekehrte Einstellungen. Ja, ja, das wisst ihr selber. Also alles rot, hier geht gar nichts. Wirklich nichts. Eine Kacke. Scheiße, mit den Ziehenbeutel.
Wer braucht denn sowas? Kraftlos. Na gut, werde ich das Rätsel beim nächsten Mal lösen. Und jetzt eh nichts mehr machen. Das Rätsel kann ich auch nicht lösen, hier ist ja nichts zu machen. Natürlich auch verkehrt herum. Hey, Brads Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich bin nicht Brads Kindermädchen. Schickt ihn ins Lager, um einen neuen Ermitter zu holen, nicht mich. Parker, Ende. Ins Lager einen neuen Transmitter holen. Wo ist denn das Lager, einen neuen Transmitter holen? Hier ist Lager, einen neuen Transmitter holen. Jetzt gibt es erstmal alles Sinn hier. Na also, sieht intakt aus. Das hätten wir sagen können, Mädel. Komm doch sonst bitte hier rein, ne? Vorratskiste, Behälter, ne. Gut, da kommt er bestimmt rein. Das sollte gehen. Mach mal auf mit der Tür. Meine Güte. Gut, verkehrt herum. Fangen wir an. Unten. So, unten. Links. Gut, links, unten. Oben. Na halt! Stopp, zurück. Oben, links ist rechts. Oben, unten. Das war's. Die Tür sollte wieder Strom haben. Mal sehen, was dahinter ist. Ich hab Angst. Was wird jetzt passieren? Toll, die Waffe darf ich nicht mitnehmen, oder was? Eclipse, sie sind hier. Vermeide jeden Kontakt. Die Seile sehen gut aus. Gaia, es ist da oben, im Obergeschoss. Kannst du es erreichen? So viel zu vermeide jeden Kontakt. Gut, kann man ja speichern. Oh ja, klar. Vermeide jeden Kontakt, hat er gesagt. Ja.
Auftrag des Schattens. Tanken, tanken, tanken. So, nur noch Big Boss. Der letzte. Oder auch nicht. Was jetzt? So. Dann setz dich in Bewegung. Du musst Gaia finden. Der stirbt gerade. Gut, ist voll. Ach, voll, immer noch voll. 96 Pfeilspitzen. Dreie. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Ja, ist okay. Auf. Hallo, ich bin Margot Shen und das ist Hephaestus. Wie der Name es nahelegt, handelt es sich hierbei um die Unterfunktion, mit der Gaia zahllose Roboter bauen wird. Okay. Also die Schmiede. Nur nicht ganz so einfach. Also, Sie werden bemerkt haben, dass Sie nicht alle Robotertechniker sind. Auch Experten in Maschinenkognition, virtueller Heuristik und sowas. Tja, das liegt daran, dass wir nicht diejenigen sind, die Roboter bauen werden. Wir wollen Gaia doch nicht mit einem Haufen altmodischer Modelle aus unserem Jahrhundert belasten. Nach oben. Nimm die Waffe lieber mal mit. Was denn hier passiert?
Ich glaube, das ist es. Das Büro von Elisabeth Sobeck. Aber wir kommen nicht rein. Es muss einen Weg hineingeben. Such weiter. Wie, du kommst da nicht rein? Mehr Eclipse. Sei vorsichtig. Noch mehr. Deswegen nehme ich jetzt die Waffe mit. Fällt mir das vielleicht ein wenig leichter. Oder ich kann hier direkt entkommen. Ich höre sie laufen. Willkommen bei Apollo, dem kollektiven Gedächtnis der menschlichen Spezies und Quell des Wissens für zukünftige Generationen. Ich bin Samina Ebaji. Bis vor kurzem war ich Leiterin des International Collective Memory Institute in Neu-Teheran. Als Kulturwissenschaftlerin ging es mir schon immer um den Erhalt menschlichen Wissens, kreativer... Gut, ich mach's nächstes Mal weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, Nacht, je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und freue mich auf die nächste Folge. Ciao, ciao.